Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Krasny-Soldaten, also diesen großen Panzer, AFK setzen könnt, also rausglitschen könnt, sodass er gar nicht mehr zu euch kommt und kein weiterer im ganzen Game zu euch kommt und wie ihr damit in Hyrons gehen könnt, Leute. Als allererstes braucht ihr den Krasny-Soldaten. Dann geht hier zurück zum Spawn, Leute, und stellt euch am besten erst einmal hier ganz nach hinten hin, sodass der Krasny-Soldat hier weiter in die Ecke springt. Dann habt ihr nämlich genug Zeit. Rennt dorthin, wo ich hinrenne. Benutzt die Seilbahn hier rüber, Leute, ihr müsst schnell sein. Dann geht zur nächsten Seilbahn und von hier aus beobachtet ihr den Krasny-Soldaten. Ihr müsst jetzt nämlich warten, bis der Krasny-Soldat hier am Eingang der Zipline ist. Und wenn er dort ist, müsst ihr dann die Zipline benutzen. Der Krasny-Soldat fliegt dann so ein bisschen tiefer und ist dann rausgeglitscht. Ihr seht auch, wie tief er geflogen ist, Leute. Und wenn ihr die Seilbahn dann zurücknimmt, dann seht ihr auch, dass der Krasny-Soldat dort verglitscht ist und nicht mehr da raus kann. Solange ihr den jetzt nicht tötet, bleibt er das ganze Game da und es wird auch kein weiterer spawnen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr die Wunderwaffe habt, in verschiedene Hyrons-Spots gehen. Den einen Spot kennt ihr ja schon, Leute, und zwar im Hotel. Da könnt ihr in den Raum, wo auch die Hände für Klaus sind, den Raum öffnet ihr, wenn ihr eine Waffe mit Hirnfeuer habt und einen Zombie damit abschießt, dann öffnet er die Tür. So, wie ihr seht, spawnen die Zombies jetzt rechts oder vor euch. Ihr könnt einfach hier in der Ecke chillen, mit der Wunderwaffe ist das super easy und die Zombies töten. Oder ihr könnt als Hilfe auch die Giftpflanze benutzen, könnt ihr dann einfach an die Spawns platzieren, an diesen Fenstern, dann ist das alles auch nochmal ein bisschen ruhiger. Das ist der Spot Nummer 1, den ihr benutzen könnt für Hyrons. Jedoch würde ich lieber in diesen Spot gehen mit dem Ether-Kanister, also mit der Methode, die ich vorher hochgeladen habe. Werde ich euch nochmal oben rechts in die Infokarte verlinken für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Und ich zeige euch jetzt den zweiten Spot, wo ihr auch noch hingehen könnt für Hyrons. Und zwar hier hinten an der Missionsmaschine. Ihr könnt euch hier an dieses Gebäude hoch sein, Leute. Und hier könnt ihr auch sehr gut die Giftpflanze benutzen, würde ich auch empfehlen. Stellt euch hier in die Ecke, dann kommen die Zombies entweder von vorne oder sie kommen links da an der Seilwinde hoch, wo ihr euch auch hochgeseilt habt. Mit der Wunderwaffe ist das Ganze super easy. Ihr könnt eure Giftpflanze direkt vor euch platzieren, sodass wenn die Zombies von vorne kommen, direkt da reinlaufen. Oder, was auch sehr, sehr gut ist, ihr könnt die Giftpflanze direkt an der Seilwinde bzw. über der Seilwinde platzieren. So, das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo hast, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.